Es gibt Wege, CO2 aus der Luft zu ziehen. Negative Emissionen. In Teilen der Klimabewegung spricht man da aber nicht so gerne drüber und ich verstehe auch warum. Negative Emissionen sind Plan B. Plan A ist, schnellstmöglich die Emissionen zu stoppen. Und wenn wir das nicht schaffen, haben wir ja zumindest noch Plan B. Würden wir uns gleich auf negative Emissionen verlassen und nichts machen und das scheitert, dann haben wir ein richtiges Problem. Teil der Annahme ist aber, dass wir mit Emissionen stoppen alleine die Erderwärmung unter 1,5 Grad halten können. Selbst der Weltklimarat rechnet mittlerweile im optimistischsten Fall mit beträchtlichen Mengen negativen Emissionen. Wir haben mittlerweile die Klimakrise so stark verpennt, dass wir nicht mehr eins von beiden machen können, sondern wir müssen beides gleichzeitig machen. Upsi! Ich bin also der Meinung, wir sollten über negative Emissionen sprechen. Und zwar nicht, ob wir sie brauchen, sondern wie wir sie nutzen können und wie wir sie schnellstmöglich skalieren können. Heute möchte ich deswegen mit euch die 6 vielversprechendsten Methoden anschauen, wie groß sie sind, also wie viel sie aufnehmen können, was sie kosten, welche Vor- und Nachteile sie haben und wie wir sie skalieren können. Und das ist ganz, ganz wichtig. Negative Emissionen geben uns keinen Freibrief für Business as usual. Wir müssen CO2-Emissionen so drastisch wie möglich reduzieren und gleichzeitig halt CO2 wieder aus der Luft holen. Grundsätzlich gibt es 2 Arten, CO2 zu binden. Organisch, durch Photosynthese, also Pflanzen, und anorganisch, das bedeutet in Mineralen, also Steinen. Beides macht die Erde ganz natürlich schon seit immer. Alles, was wir negative Emissionen nennen, muss also über diese sowieso vorhandene natürliche CO2-Bindung hinausgehen. Wir nutzen trotzdem dieselben Methoden wie die Erde, versuchen sie aber zu beschleunigen, zu verbessern und damit einfach noch mehr CO2 aus der Luft zu holen. Aufforstung und Wiederbeforstung. Aus dem Biounterricht wissen wir noch, Bäume machen Photosynthese. Sie nehmen also CO2 aus der Umgebungsluft und machen daraus sich selbst, also Holz und Blätter. Das Holz ist also das Speichermedium für CO2. Und da ist auch schon das größte Problem. Also sobald so ein Baum abbrennt oder verrottet, ist das ganze CO2 wieder in der Luft und die CO2-Bindung dahin. Was man aber machen kann, um das Holz zu schützen, ist es zu verbauen und damit vor Verwitterung und Verbrennung zu schützen. Es gibt sogar Ideen, Holz zu fällen und nachzupflanzen und das gefällte Holz in alte Kohlengruben zu lagern und dort zu schützen vor Verbrennung und Verrottung. Im Endeffekt würde man den Kohlenstoff, den man irgendwann mal ausgegraben und verbrannt hat, wieder dorthin zurückbringen. Wenn wir Pech haben, ist das CO2 in Bäumen also gar nicht so lange gespeichert. Erst wenn wir das Holz dann nehmen und schützen, zum Beispiel durch Verbauen, ist das CO2 wirklich verräumt. Auf der anderen Seite kann es praktisch sofort umgesetzt werden. Du kannst einfach in deinen Garten gehen und da einen Baum anpflanzen. Oder du kannst genau jetzt zu einem Online-Anbieter wie Treedom gehen und die pflanzen dir einen Baum und schicken dir sogar noch ein Foto davon zu. Außerdem ist Aufforstung eine der günstigsten Methoden mit etwa 5 bis 50 Euro pro Tonne CO2. Das globale Potenzial wird auf etwa 0,5 bis 3,6 Gigatonnen pro Jahr geschätzt. Zum Vergleich, die jährlichen CO2-Emissionen liegen momentan etwa bei 36 Milliarden Tonnen, also Gigatonnen. Giga ist immer Milliarde. Wenn es gut gemacht ist, kann Aufforstung die Biodiversität erhöhen. Bei großen Monokulturen geht es natürlich auch in die andere Richtung. Zu den Nachteilen gehört außerdem der große Flächenverbrauch. Man muss also darauf achten, dort aufzuforsten, wo es nicht mit dem Nahrungsmittelanbau oder anderen menschlichen Bedürfnissen konkurriert. Außerdem spielt Zeit eine wichtige Rolle. Wenn ich jetzt heute nach Lissabon fliege, emittiere ich dabei etwa eine Tonne CO2. Wenn ich einen Baum dafür pflanze, der diese Tonne wieder aufnehmen soll, dauert es ja ein paar Jahre, bis der Baum groß genug gewachsen ist und tatsächlich diese Tonne aufgenommen hat. In der Zwischenzeit erwärmt aber mein ausgestoßenes CO2, was ja schon in der Luft ist, weiter die Erde. Aktuell gehen übrigens trotz vieler Aufforstungsprojekte jährlich mehr als 5 Milliarden Hektar Wald verloren. Einfach durch Flächen, die gerodet werden. Dadurch alleine entstehen unglaubliche 10% der menschengemachten CO2-Emissionen. Es wäre also die effizienteste Möglichkeit, Emissionen zu reduzieren, wenn wir einfach aufhören würden, diesen Wald zu roden. Das meiste davon ist übrigens für Futtermittelanbau. Apropos Landwirtschaft. Unser nächster Punkt ist Kohlenstoffbindung im Boden. Unsere Böden nehmen einiges an CO2 auf und speichern das ganz natürlich. Ich spreche nicht vom Laminat, sondern von Ackerböden. Wir können das aber verstärken, indem wir aktiv Biomasse einbringen. Das heißt ganz einfach Pflanzenreste wie Stroh, Zwischenfrüchte oder Gülle in den Boden einarbeiten. Also eigentlich eine ganz ähnliche Story wie bei den Bäumen. Wir wissen ja schon, Pflanzen nehmen durch Photosynthese in ihrer Lebenszeit Kohlendioxid auf und speichern den Kohlenstoff in ihren Zellen. Und wir mischen diese Pflanzen jetzt einfach in den Boden. Dort bildet sich dann Humus, was kohlenstoffreiche Erde ist. Humus im Boden ist sowieso erstrebenswert, weil die Böden besonders ertragreich sind und mehr Wasser speichern können. Was die Speicherdauer angeht, muss man das Ganze eher als Zwischenspeicher sehen, weil wenn man aufhört, Biomasse zuzuführen, baut sich auch der Humus ab und der Kohlenstoff, das CO2, gelangt wieder in die Atmosphäre. Aus persönlicher Erfahrung weiß ich aber, dass LandwirtInnen sowieso am Humusaufbau arbeiten, weil es eben, wie gesagt, zu höheren Erträgen führt. Trotzdem schätzen Forschende das weltweite Potenzial durch verbesserte Kohlenstoffbindung im Boden auf 2 bis 5 Gigatonnen pro Jahr ein. Die Kostenspanne liegt je nach Region bei 0 bis 100 Dollar pro Tonne CO2. Einen Nachteil gibt es aber noch. Möglicherweise erhöht sich die Ausgasung von Lachgas dadurch. Ein sehr starkes Treibhausgas. Dagegen hilft aber schon die nächste Methode. Biokohle.
Biokohle kannst du aus allen möglichen Pflanzen machen. Dazu erhitzt du diese Pflanzen einfach sehr, sehr stark in einem Raum ohne Sauerstoff. Dabei spaltet sich dann das Wasser ab und was zurückbleibt, ist hauptsächlich Kohlenstoff. Genau den Kohlenstoff, den die Pflanzen in ihrer Lebenszeit durch Photosynthese gebunden haben. In Form von Kohlebröseln kann man das dann auch wieder auf Felder werfen, wo es dann mehrere Jahrhunderte gespeichert bleibt. Noch länger bleibt es gespeichert, wenn man die Biokohle in Zement oder Asphalt mit einarbeitet. Die Kosten pro Tonne werden vermutlich irgendwo zwischen 30 und 120 Euro pro Tonne liegen. Das Potenzial ist bei 0,5 bis 2 Gigatonnen pro Jahr. Auch hier sollte man wieder darauf achten, es ordentlich zu machen. Also am besten mit Pflanzenabfällen und nicht mit Pflanzen, die wir extra dafür anbauen, auf Flächen, die wir eigentlich für Nahrungsmittelproduktion bräuchten. Das ist auch der größte Nachteil an dieser Methode. Das Potenzial ist direkt von der Flächenmenge abhängig, auf der wir die zu verkohlenden Pflanzen anbauen. Und damit steht Pflanzenkohle in direkter Flächenkonkurrenz mit der Nahrungsmittelproduktion, Aufforstung oder auch Pflanzenanbau für Biokraftstoffe. Die Vorteile sind dafür neben der CO2-Bindung auch wieder eine mögliche Erntesteigerung, weil der Boden mit Biokohle mehr Wasser halten kann. Außerdem verbessert Biokohle den Nährstoffgehalt im Boden und kann Methan- und Lachgasausgasungen des Bodens reduzieren. Diese Methode dürfte mit die ausgereifteste sein. Sie ist sogar schon zertifizierbar. Das heißt, man kann sich jetzt schon damit negative Emissionen kaufen. Guck mal, welche Maserung dieser Baum hat, an dem ich gerade mein Stativ gelehnt habe. Voll schön. Eine weitere Möglichkeit, die Photosynthese zu nutzen, wird mit BECCS abgekürzt. Das steht für Bioenergy with Carbon Capture and Storage. Wir beginnen wieder damit, CO2 mit Pflanzen einzufangen. Wenn die Pflanze dann ausgewachsen ist, machen wir daraus Strom oder Wärmeenergie. Entweder indem wir die Pflanzen in eine Biogasanlage werfen und dort verstromen oder indem wir beispielsweise Holz verheizen. Aber anstatt das CO2 dann einfach entweichen zu lassen, fangen wir es im Schlot ein und verstauen es dann irgendwo, wo es nicht mehr rauskommt. Zum Beispiel in Basaltschichten unter der Erde. Staudung gibt es übrigens mehr als genug und es gibt auch schon Anlagen, die das Verstauen anbieten. Ich konnte allerdings noch keine klaren Aussagen finden, ob es diese CO2-Abscheidung am Schlot, ob die schon marktreif verfügbar ist. Wenn du dich da auskennst, schreib es doch bitte in die Kommentare, so können wir alle gemeinsam lernen. Die Kosten für BECCS werden auf 15 bis 400 US-Dollar pro Tonne CO2 und das Potenzial auf 0,5 bis 5 Gigatonnen eingeschätzt. Spitze ist die Permanenz der CO2-Bindung. Wenn das CO2 erstmal in Mineralen gespeichert ist, ist es dort für Jahrtausende safe. Außerdem kann das ein Baustein sein, in dem sich Regionen unabhängiger von Energieimporten machen können. Schön finde ich auch, dass man damit Reste verwerten könnte, wie zum Beispiel den Grünschnitt von Kommunen, Nahrungsmittelabfälle oder Holzreste. Wenn man die Methode aber über Pflanzenreste hinaus skalieren möchte, kommt man recht schnell wieder in diese Flächenkonkurrenz mit Lebensmittelproduktion, Aufforstung, Biokohle und so weiter. Eines der bekanntesten Verfahren dürfte DACCS sein. Das ist ein komplett technologischer Ansatz, den du dir vorstellen kannst wie einen großen Staubsauger, nur dass der eben keinen Staub filtert, sondern CO2. Diesen Staubsauger nennt man Direct Air Capture oder DAC. Jetzt haben wir CO2 in Gasform oder in Flüssigform und müssen das noch irgendwo verstauen. Zusammen mit einer Lagerstätte nennt man das Gesamtverfahren dann Direct Air Carbon Capture and Storage oder DACCS. Dafür kann man das CO2 dann in Gesteinsschichten, zum Beispiel in Island oder im Oman, verpressen oder es in erschöpfte unterirdische Gasfelder leiten. Eine Anlage in Island ist sogar schon in Betrieb. Momentan schafft die Anlage etwa 4000 Tonnen pro Jahr. Schreib mir doch mal in die Kommentare, ob dich das interessiert, dann mache ich dazu vielleicht auch noch ein Video. Das Potenzial, und jetzt halte ich fest, wird auf etwa 35 bis 50 Gigatonnen pro Jahr geschätzt. Also wirklich groß, ab dem Jahr 2050, wenn das ordentlich skaliert. Aufgrund des großen Energieverbrauchs, was auch der größte Nachteil an dieser Methode ist, liegen die Kosten aber auch vergleichsweise hoch, bei etwa 50 bis 300 US-Dollar pro Tonne CO2. Vorteil ist natürlich die wahnsinnige Skalierung. Ein anderer Vorteil ist, dass man DAC auch für CO2 Utilization nutzen kann. Das bedeutet, dass man das gefilterte CO2 nutzbar machen möchte, zum Beispiel für synthetische Kraftstoffe im Luftverkehr. Allerdings spricht man dann nicht mehr von negativen Emissionen, weil es ja genauso viel in die Luft kommt, wie wir vorher gecaptured haben. Enhanced Weathering. Beschleunigte Verwitterung kennst du vielleicht aus meinem letzten Video. CO2 und Wasser kommen mit gemahlenem Stein in Kontakt und dabei reagieren die drei Komponenten miteinander. Und dabei wird das CO2 fixiert. Das hier ist übrigens so ein Stein. Das hier sind Bahngleise und das hier ist ein Basaltstein. Diese Methode befindet sich noch in der Forschungsphase. Aber es wird geschätzt, dass sich hier ein jährliches Potenzial von 2 bis 4 Gigatonnen auftut bei Kosten von 50 bis 200 US-Dollar pro Tonne. Genau wie bei anderen Methoden mit Mineralisierung ist das CO2 hier aber für mehrere Jahrtausende gebunden. Also tippitoppi. Der größte Vorteil an beschleunigter Verwitterung ist, dass man keine Flächenkonkurrenz hat. Weil man kann das Gesteinsmehl einfach auf landwirtschaftliche Flächen werfen und die Fläche weiterhin wie gewohnt nutzen. Nur, dass man dabei eben CO2 einfängt. Man kann es sogar kombinieren mit Biokohle, Aufforstung oder verbesserter Kohlenstoffbindung im Boden. Und Basalt wirkt auch noch düngend, da es Phosphor und Kalium enthält. Zu guter Letzt kommen wir nochmal zu einer Methode, die mit Photosynthese arbeitet. Coastal Blue Carbon. Hier geht es darum, in Küstengebieten möglichst gute Bedingungen zum Wachstum von Küstenpflanzen wie Salzmarschen, Mangroven, Seegras oder auch Algen zu schaffen.
Diese Pflanzen wachsen sehr schnell. Das bedeutet, sie nehmen auch vergleichsweise schnell CO2 auf. Und wenn diese Pflanzen dann irgendwann absterben, fallen sie ins Wasser. Da sowohl die Pflanze als auch der Boden sehr wenig Sauerstoff enthält, zersetzen sich die Pflanzen recht langsam. Je langsamer sich die Pflanzen zersetzen, desto länger ist dann auch das CO2 gebunden. Um das zu nutzen, können wir zum Beispiel bestehende Mangrovengebiete schützen, ausweiten oder zerstörte Gebiete wieder renaturieren. Das Potenzial wird auf ungefähr 2,4 Gigatonnen pro Jahr bei Kosten von 100 US-Dollar pro Tonne geschätzt. Und die Permanenz könnten Hunderte bis Tausende von Jahren sein. Weitere Vorteile sind eine Verbesserung der Wasserqualität, eine Wiederherstellung von Ökosystemen und eine Sicherung der lokalen Biodiversität. Ich habe in der Recherche zu den ganzen Methoden zwei wichtige Dinge gelernt. Erstens, negative Emissionen sind nicht gleich negative Emissionen und sie sind auch nicht wirklich gleichwertig zu sehen. Eine Tonne CO2 gespeichert in einem Baum ist viel gefährdeter, wieder in der Atmosphäre zu landen, als eine Tonne CO2 gespeichert in mineralisierter Form. Der Baum könnte abbrennen oder irgendein Bolsonaro könnte wieder auf die Idee kommen, jetzt doch noch mehr Platz für Sojaanbau nutzen zu wollen. Es gibt also Unterschiede in der Zeitspanne des CO2-Speichers als auch in der Stabilität. Und zweitens, wir brauchen bis zur Jahrhundertmitte eine Industrie der negativen Emissionen in der Größenordnung der Ölindustrie. Da gibt es noch einiges zu tun. Ich möchte noch mal kurz betonen, dass das alles keine Alternativen zu anderen Klimaschutzmaßnahmen sind. In diesem Buch, das ich euch vorhin schon gezeigt habe, so rum, machst du dreckig, machst du sauber, sagen die Autoren, bezogen auf einen Preis von 100 US-Dollar pro Tonne, über die Hälfte der aktuellen Emissionen könnten jedoch durch Klimaschutzmaßnahmen reduziert werden, die deutlich günstiger sind. Die Prioritäten sind also erst, Emissionen zu vermeiden, dann die verbleibenden zu reduzieren und nur noch den Rest durch negative Emissionen auszugleichen, beziehungsweise das, was wir schon zu viel hochgepumpt haben, wieder runterzuziehen. Was können wir jetzt tun? Es braucht eine sehr schnelle Entwicklung, die durch Investitionen, Forschung und Entwicklung beschleunigt werden kann. Es braucht Entscheidungen von PolitikerInnen und UnternehmerInnen. Damit die entscheiden können, müssen die erstmal von negativen Emissionen gehört haben. Was du also tun kannst, ist, sprich mit anderen Menschen darüber. Wenn es dir leichter fällt, kannst du auch dieses Video teilen. Je mehr Menschen über diese Methoden Bescheid wissen, desto eher fallen ihnen auch Möglichkeiten auf, zu denen man bestimmte Methoden anwenden kann. Es braucht kluge Köpfe mit einer Vielzahl an Expertisen. Die Teams hinter den Projekten suchen Menschen, die mithelfen. Ein paar Adressen schreibe ich dir in die Videobeschreibung. Vielleicht findest du dort sogar deinen nächsten Job. Wenn du die Mittel hast, kauf heute schon CO2-Entnahme, zum Beispiel mit Biokohle oder Direct Air Capture in Island bei Climeworks. Damit holst du nicht nur CO2 aus der Atmosphäre und kannst dich klimaneutral nennen, sondern du setzt auch wichtige frühe Marktsignale, die wiederum InvestorInnen anziehen. Wenn du die Möglichkeit hast, investiere in solche Unternehmen. Und natürlich, hilf mit, Emissionen zu reduzieren. Bei dir zu Hause, in deiner Firma, in deiner Stadt oder Gemeinde. Je schneller wir runterkommen mit den Emissionen, desto realistischer wird, dass wir noch eine lebenswerte Erde behalten können. Falls du Expertin oder Experte auf dem Feld bist, fände ich es toll, wenn du deine Erfahrungen mit uns teilst und wir so alle gemeinsam lernen können. Dieses Buch hier ist übrigens über allgemeine Klimalösungen. Sehr empfehlenswert, Link in der Videobeschreibung. Und falls du noch nicht genug hast von negativen Emissionen, empfehle ich dir noch das Video, das ich hier auf der Seite verlinke, über beschleunigte Verwitterung. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssi!